Liebe Zuschauer, liebe Pesoten, heute schauen wir uns einmal etwas Schönes und Nordisches an, und zwar einen weiblichen Folgegeist, genannt Fylgia. Die Fylgia, das kommt aus dem Altnordischen, und im Plural sind das die Fylgjur, und eingedeutscht wurde das Ganze dann als Fylgien, also geschrieben Friedrich, Y, Ludwig, Gustav, Julius, Emil, Nordpol. Und das ist ein weiblicher Folgegeist. Von Altnordisch, also Fylgia, bedeutet im Altnordischen Folgen. Und das Ganze findet in der nordischen Mythologie statt. Also eine Art Schutzgeist, wenn man das so sehen möchte, der einen Menschen begleitet. Und diese Wesen sind den Elfen und Nornen vergleichbar. Die Fylgjur sind normalerweise in ihrer menschlichen Gestalt nicht sichtbar, doch sind sie schon bei der Geburt ihres Schützlings in beliebiger Tier- oder auch anderer Gestalt anwesend. Wenn sie erscheinen, dann als Traumgesicht in Frauengestalt oder der Gestalt desjenigen Tieres, das der Seele des jeweiligen Menschen gleicht. So könnte ein kriegerischer Mensch einen Wolf oder Bär, Pferd oder Vogel zur Fylgia haben. Ihrem Schützling zeigt sie sich erst im Augenblick des Todes. An dieser Stelle ist sie wesensgleich mit der Walküre, deren schrecklicher Anblick den erwählten Krieger band und ihm somit den Tod bringt. In ihrer Frauengestalt tritt sie dann an sein Grab, belebt ihn durch ihre Liebe und den Lebenstrunk, also Bier, um ihn daraufhin hoch zu Ross nach Walhall zu führen. Da die Fylgia ein begleitendes Wesen ist, kann man sie mit den Schutzengeln in unserer christlichen Vorstellung vergleichen, nicht aber mit der Seele, und das ist ganz wichtig. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an, und zwar will ich zuerst mit der Tierform anfangen, die als Erweiterung eines Aspekts oder Merkmals einer bestimmten Familie beschrieben werden kann. Sie scheinen den Geist zu verkörpern und den zu leiten, den sie wählen oder Taten für ihn tun. Maria Quillhaug übersetzte und fasste die wissenschaftliche Arbeit von Professor Else Mundal zum Thema Fylgia Motiva in Norrøn Litteratur, also so viel wie Fylgjur Motive in der nordischen Literatur, zusammen. Das tierische Fylgia Motiv wird manchmal mit dem Hugr Motiv gemischt. Hugr, also menschliches Singular, bedeutet Absicht, Begehren, Denken, die Seele, das Herz, und scheint ein Teil des Menschen gewesen zu sein, die sich in tierischer Form außerhalb des Körpers bewegen könnte. Mannahugir, die Absicht der Menschen, ersetzt manchmal den Begriff Mannafylgjur, die Anhänger der Menschen, und erscheint dann normalerweise in Form von Wölfen. Wölfe sind verbunden mit heftiger Leidenschaft und Begierde oder auch Gier und Hunger und sind somit eng mit dem Hugr verbunden. Die anderen Tiere erscheinen als Mannafylgjur. Die zweite Beschreibung aus Fylgia Motiva in Norrøn Litteratur, ich werde euch das Buch in der Videobeschreibung verlinken, erklärt, wie Fylgjur weibliche Wesen sind. Sie fungieren als Vormund für eine Familie und binden sich bei der Geburt an eine Person, die über Generationen hinweg eine bestimmte Linie verfolgt. Sie repräsentieren wahrscheinlich eine Mutter der Vorfahren. Wir wissen, dass die Mütter gefeiert wurden und weibliche Ahnengeister als Disir, also Damen, beschrieben wurden. Diese weiblichen Geister sind an eine Familie gebunden, deren matriarchalische Vorfahren sie sind, und können sowohl wohlwollend als auch bösartig sein. Der Begriff Disir deckt ein breiteres Spektrum weiblicher Geister und Wesen innerhalb der nordischen Mythologie ab. Aber die Fylgia ist speziell ein Geist, der eine Person führt und schützt und mit ihrem Schicksal und ihrer Hamingia verbunden ist. Es wird allgemein angenommen, dass eine Fylgia ihren auserwählten Sterblichen verlassen kann, wenn dessen Verhalten zum Beispiel schlecht und böse ist und den Namen der Familie in Verruf bringen würde. Jeder Mensch kann eine oder mehrere Frauenfylgia haben. Einige sind sichtbar, während andere unsichtbar sind. Sichtbare Fylgjur einer Person haben eine begrenzte Anzahl, zum Beispiel 2, 3 oder 9. Im Gegensatz zu den Unsichtbaren, denn dort kann es eine ganze Herde sein. Die Folgegeister sind Träger des Vermögens eines Individuums oder des Clans. Und die Folgegeister erscheinen einem oft in Träumen, aber auch in Visionen. Das Runenkästchen von Auzon
Nach dem Stifter, auch Frank's Casket genannt, stellt mit seiner Bilderfolge das Auftreten der Phlygia oder Walküre anschaulich dar. Auf dem Magierbild einer Darstellung der Huldigung Jesu durch die heiligen drei Könige tritt sie als Wasservogel, also Schwan, oder ganz an die Stelle des Engels. Im Wielandlied daneben erscheint das Schwanemädchen, hier als Gefährtin und Helferin, verborgen von zwei floralen Runenzeichen, welche die Walküre kennzeichnen. Dass dieses Zeichen dem Abdruck eines Vogelfußes gleich, wird kaum ein Zufall sein. Als Rune bezieht es sich auf das Schilf, dessen scharfes Blattwerk Ort der Walküren ist. Auf dem Bild von Romulus und Remus scheinen mit den zwei Wölfen deren Phlygias dargestellt zu sein. Vielleicht interessant für alle, die das noch nie gehört haben, weil dieses Bild von Romulus und Remus, das hat jeder, der in der Schule war, schon mal gesehen. Auf der Rückseite, dem Titusbild, finden sich unter einer Arkade drei Tierpaare, vermutlich Pferd, Wolf und Rabe, Embleme von Ziu, Ax, Tif, also nordisch Tier, und Wotan, ausgesprochen Woden, also nordisch für Odin, während das florale Kennzeichen der Walküre über dem Bogen der Arkade angebracht ist. Die Darstellung auf der rechten Seite, die zeigt einen Krieger, der seiner Walküre, hier ein Mischwesen mit überwiegend animalischen Zügen, begegnet und dann am Grab, nun in menschlicher Gestalt, von ihr aufgesucht wird. Wie bei entsprechenden Darstellungen auf gotländischen Bildsteinen kennzeichnen Odins Knoten, also der Walknutre, das Pferd am Grab als Odins Leibnier. Das Deckelbild schließlich zeigt einen Bogenschützen, Egil, vielleicht den nach der Völundarkvida, Wielandbruder Egil, der ebenfalls mit einem Schwanmädchen liiert ist. Dann wäre es Ölrun, also das heißt übersetzt die des Biergeheimnisses Kundige, also sehr sympathisch für mich, die unter einem Bogen sitzend ihrem Schützling die treffsicheren, tödlichen Pfeile beschafft. Bei der Szene wird es sich um die Verteidigung Walhalls gegen die Reifriesen handeln, was auch hier die Knotenornamente, also die Walknutre, nahelegen. Das Bildprogramm beschwört nach dieser Deutung den Lebenslauf eines hochgestellten Menschen von seiner Geburt über das Grab hinaus bis hin zum Leben in Wotans oder Odins Halle unter dem Schutz der Phlygia. Die Phlygia findet man natürlich auch in alten Sagen. Und diese Folgegeister erscheinen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Beispiel in der Geschichte von Burnt Njal aus der isländischen Njal-Saga. Eine Geschichte von Fehden und Rache, und es wird angenommen, dass dieses Werk zwischen 1270 und 1290 entstammte. Vorab sei noch zu erwähnen, dass der Nordmann einen starken Aberglauben hatte. Er glaubte an gute und schlechte Riesen, an Dunkelelfen und helle Elfen, an übermenschliche Wesen, die die weite Kluft zwischen ihm und den Göttern bebauten. Er glaubte auch an Geister, Hexen und Folgegeister, die bestimmten Personen folgten und bestimmten Familien angehörten. Ein Glaube, der aus der Gewohnheit entstanden zu sein scheint, Körper und Seele als zwei verschiedene Wesen zu betrachten, die zu bestimmten Zeiten jeweils eine eigene Körperform annahmen. Manchmal der Schutzgeist oder die Phlygia nahm eine menschliche Gestalt an, bei anderen nahm seine Gestalt die eines Tieres an, das den Charakter des Mannes, dem es angehörte, vorwegnehmen wollte. So wird es bei Männern, wie ich vorher schon mal erwähnt habe, zum Beispiel ein Bär, ein Wolf, ein Ochse oder sogar ein Fuchs. Der Phlygia von Frauen nahm gern die Form von Schwänen an. Die eigene Phlygia zu sehen, war unglücklich und oft ein Zeichen dafür, dass ein Mann zum Tode verurteilt war. Als Tord Fredmansson Njal erzählt, dass er die Ziege in der Stadt Bergtorsknoll in ihrem Blut wälzen sieht, sagt ihm der hellsehende Mann, dass er seine eigene Phlygia gesehen hat und dass er somit zum Sterben verurteilt sein muss. Feinere und edlere Naturen sahen oft diese Schutzgeister anderer. So sah zum Beispiel Njal den Phlygia von Gunnars Feinden, der ihm in der lebenslangen Nacht keine Ruhe gab, und sein komisches Gefühl wird bald durch die Nachricht seines Hirten bestätigt. Aus der Phlygia des Individuums war es leicht,
zu der noch abstrakteren Vorstellung der Schutzgeister einer Familie aufzusteigen, die sich manchmal, wenn eine große Veränderung im Haus bevorsteht, sogar einem Mitglied der Familie schaden konnte. Fylgjur wird in dieser Sage nicht nur erwähnt, sondern ihre Rolle als Geist erscheint auch zum Beispiel, wenn sie in Träumen als wiederkehrende Figur in der Geschichte beschrieben wird. Diese Wesen erscheinen auch in der Ljósvetningasaga und werden in einer Form der geistlichen Kriegsführung eingesetzt. Wenn ein Charakter eine mächtigere Fylgja hat als die Person, die sie herausfordert, würde die schwächere Person ein Unglück erleiden. Es scheint, dass dies das Ergebnis ihrer eigenen Fylgja ist, die nicht so stark ist oder sie nicht gegen die ihres Feindes verteidigen kann. Also, wenn man das versucht in die heutige Zeit zu übertragen, dann finde ich das wirklich interessant, denn wo ich mich angefangen habe mit diesem Thema zu beschäftigen, was schon eine Zeit lang her ist, da habe ich mich immer, weil zu der Zeit Pokémon gerade irgendwie aktuell aus Japan zu uns kam, das hat mich immer irgendwie an Pokémon erinnert. Ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich glaube, dass die Japaner, nachdem die sehr interessiert sind auch an der nordischen Kultur, die wir hier pflegen, dass die vielleicht solche Sachen mit in ihre Kultur übernommen haben oder dass vielleicht tatsächlich das gleiche Denken in beiden Kulturen besteht. Also man hat wie so einen Schutzgeist, Folgegeist bei sich, manchmal mehrere. Und das ist ja fast wie sein Pokédex oder sein Pokéball, den man mit sich trägt oder verschiedene, wo dann verschiedene Pokémon drin sind, die gegeneinander kämpfen. Ich weiß, dieser Vergleich hinkt zwar vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, für die eine oder für den anderen ist es ein, sag ich mal, ein transparenter, ein mehr bildlicherer Vergleich zu dem, was hier, zum Beispiel hier in der Ljósvetningasaga beschrieben wurde. In der modernen, rekonstruierten, heidnischen Spiritualität, um wieder auf das Thema zurückzukehren, nachdem ja diese heidnische Spiritualität, ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, modern rekonstruiert wurde, da kann so eine Fylgja als begleitender weiblicher Geist oder als ein Tier gesehen werden, welches einen in seinen Träumen besuchen oder erscheinen kann, wenn man zum Beispiel Saidr praktiziert oder sich in Trance versetzen kann. Saidr ist in der vorchristlichen Religion Skandinaviens eine besondere Form von Trolldom, womit ganz allgemein Zauberei bezeichnet wird. Synonym dazu tritt auch Fjölkingi, also isländisch Fjöl für viel oder vielfältig und Kingi für magisch im Sinne von Hexerei, also vielwissend auf. Bitte beachtet, dass Saidr von anderen Arten der Zauberei wirklich zu unterscheiden ist. Menschen, die dies heute betreiben, haben manchmal das Gefühl, dass ihre Fylgja ihnen vorausgelaufen ist, wenn sie sich auf eine spirituelle Reise begeben. Bitte beachtet auch, dass Vorsicht geboten ist. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind und diese Wesen entdecken möchten, diese Kräfte, die diese Wesen haben, die sind in den isländischen Sagen sehr gut dokumentiert und zeigen, wie sie demjenigen, den sie begleiten, Hamingja oder Glück schenken und sogar das Schicksal einer Person mitgestalten können. Wenn ihr dieser Fylgja missfällt, dann können bzw. werden sie euch verlassen oder die Vorteile, die sie euch einst mal gebracht haben, die könnten relativ schnell ins Negative umgekehrt werden. Ich möchte es nur erwähnen, falls jemand das ausprobieren möchte. Und mit diesen Gedanken entlasse ich euch in ein schönes Wochenende, in einen schönen Freitagabend und ich wünsche euch wirklich ein ganz tolles Wochenende. Und wir hören uns beim nächsten Video. Also, macht's es gut, euer Peso. Servus.